Das Geheimnis des Pelion durchflutete mich, während ich wanderte. Ich folgte einem zugewachsenen, kaum erkennbaren Pfad, der in den gefährlichen, den unwegsamen Norden führte. Eine breite Spalte, als wenn der Teufel mit dem Hackbeil dreingeschlagen hätte, bot mir endlich Halt. Ein schwarzer Bergbach, man nannte ihn den Geisterfluss, stürzte sich hier abwärts und raste schaumgelockt dem Meere zu. Wohl oder übel musste ich einen weiten Umweg berghinan machen, um den Bach an seinem Ursprung zu umgehen. Aber eine Gruppe großer, windbewohnter Platanen ließ mich anderes vermuten. In ihrem Schutz schwang sich eine schmale Steinbrücke über die ganze Breite der Schlucht, gewölbt wie ein Katzenbuckel. Die Brückenköpfe diesseits und jenseits waren von einer tausendjährigen Baumwache nahezu versperrt. Dennoch ließen winzige Merkmale die Spur eines alten, verschollenen Pfades erkennen. Steinplatten lagen regelmäßig. Ein Mauerrest ragte unter Moos und Flechten. Von schwindelnder Höhe des Brückenbogens sah ich hinunter in die irrtosenden Fluten. Jenseits der Katzenbuckelbrücke verfolgte ich mit den Spüraugen eines Indianers die Teilstücke dieses verschollenen Weges und fand mich, nachdem ich den Steinplatten nachtastend lange durch starkes Unterholz gekrochen war, plötzlich im Bereich einer uralten Ruinenstadt. Lichtungen breiteten sich in die Wildnis wie von ehedem bebauten Feldern. Häusermauerreste in einem Netz von Efeu zusammengehalten, rinnende Brunnen und was das Schönste war, eine aus großen grauen Steinplatten gefügte Terrasse voll weißer Disteln, von der aus ich zwischen Zypressenstämmen und Platanen auf das Meer hinabsah, das sich fern und tief unter mir in weichen, wolligen Nebeln bewegte. »So, so, von Sagora kommst du«, sagten sie, »hast Mizella entdeckt, den Ort der tausend Räuber.« Und sie erklärten mir, was es mit meiner seltsamen Ruinenstadt auf sich habe. Das sei ein Seeräubernest gewesen, das jahrelang von der Kaperung türkischer Handelsschiffe gelebt habe. Dann hätten sie aber unglücklicherweise ein Schiff des Sultans selbst erwischt. Der habe eine Strafexpedition ausgerüstet und furchtbar Gericht gehalten. Es wurde alles niedergemacht, was lebte. Frauen, Kinder, Vieh, Geflügel. Die ganze Stadt wurde geschleift. Keine Mauer blieb aufrecht. Der Ort der tausend Räuber brannte. Doch einem der mizeliotischen Bürger gelang es, ungeschoren aus dem Gedränge der Vernichtung zu entkommen. In einem hohlen Baum, verborgen unter einem Eulennest, das er auf dem Haupt trug, wartete er das Abziehen der Truppen ab. Er stand auf den Goldsäcken, die die Türken suchten. Greise wurden gefoltert ihretwillen, aber der Versteckte wusste es nicht, harrte aus, stieg am dritten Tag
wie ein Halbtoter aus dem Baum, verbarg einen Teil des Schatzes, lud den Rest auf einen Maulesel, der sich herrenlos zwischen den rauchenden Trümmern herumtrieb. Als Köhler verkleidet, wanderte er monatelang durch den türkischen Balkan, bis er westliche Länder erreichte. Wo er mit seinem Gold schließlich ankam, weiß niemand.